Bring ihn wieder. Nix drin. Aber jetzt ist es ja kein Clown, oder? Jetzt in Gerons Kiste. Ciao. Fokus von der Meeresklippe. Ja. Das habe ich jetzt. Das Ding habe ich. Ah, doch. Jüdjü, Kapitel 1. Hat nur ein Kapitel. Nun gut. Steht hier ein Bett rum.
der Tür arbeitet, ne? Gut. Latschen wir jetzt ins alte Lager. Erstmal unsere tägliche Ration abholen. Wenn wir schon mal da sind. Ich will mir mal. Hier, nimm! Ich will. Danke. Das wie. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Und du lernst ihn an. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. War nicht besonders schlau. Ich glaub. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das ist wie gesagt. Und nur so, Teleportsche. Ist natürlich praktisch, ne? Gab's ja doch Teleporter. Wusste ich gar nicht mehr.
verkaufen? Mahlzeit. Du hast dich ziemlich schnell nach oben gearbeitet. Gut gemacht, Mann. Das passiert mir nicht nochmal. Absolut idiotisch. Für Gomez. Für Gummi. Zeig mir deine Ware. Scheint nicht mehr so doll. Schon sein, aber wen interessiert das? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ich halte mich da lieber raus. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Wahrscheinlich hast du recht. Und war doch klar, dass das ärgert. Lass uns lieber über was anderes reden. Das passiert mir. Verlass dich auf jeden Fall. Das ist nicht so. Gelaufen. Ich halte mich da lieber raus. So. Ja, mal gucken, ob wir ihm jetzt was Neues zu erzählen haben. Das passiert mir nicht. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Gequatscht wird viel. Wahrscheinlich hast du recht. Immer wieder dieselbe Leier. An der Geschichte muss wohl doch was anderes. War doch klar, dass das Ärger sich auf jemanden so nicht verlassen ist. Ich habe kaum, dass ich daran was ändern kann. Ich höre nicht mehr auf dessen Phase. Hallo! Das passiert mir nicht nochmal. Ich will eins. Gut! Ich bin gern gut informiert. Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Und? Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Belästige mich nicht mit Details! Gut! Mach dich anderweitig nützlich. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Lass uns mal über was anderes reden. Komm, man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Will ich trotzdem nicht stecken. Hey du. Hallo. Du. Verlass dich auf jemanden. Alles klar bei dir? Verlass dich auf jemanden. Ich halte mich auf jemanden und du bist ein Quatsch. War doch klar, dass das Ärger gibt. Aber halt für dich. Kann schon sein.
Kann schon sein. Verlass dich auf jemanden und du bist. Hey du. Hallo. Ich will ein. Gut. Die Brut Iber. Und? Die Gu Kork. Er will. Belässt. Gut. Manche lernen gar nicht. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Also früher wäre das ganz anders gelaufen. Also es ist nur wirklich früher. Ja, mal in der Rüstung klopfen. Hey du. Für Gomez. Ja, ja. Ich brauche. Wenn die Zeit. Ich möchte eine. Nur die höchsten Gardisten dürfen so eine Rüstung. Wir sehen uns! Ja, ja. Schrei doch nicht. Lass mich mal. Ich glaube, dass sich daran was ändern wird. Kann schon sein. Wenn du meinst, es gibt da ein paar Leute, die versuchen. Manche lernen eben gar nicht hören, nicht auf das Gefahr. Hey du. Für Gomez. Ja, ja. Kann ich. Wenn du genug. Nee. Lass uns lieber über was anderes. Hey du. Für Gomez. Ja, ja. Zwei Hände. Kannst du mich. Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und. Hallo. Hallo, Sie. Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ja? Du gehst weg? Würde ich schon schaffen. Schnapper. Nee, komm mal her. Put. Einzeln je. Ich
geringer Punkt, das ist gut. Naja. Wo jetzt hier hin? Na warte! Jetzt gibt's was aufs Maul! Dampf! So hier? Hallo? Das wird dir noch leid tun. Ja, ja. Du wirst mich noch kennenlernen. Ja. So jetzt hier. Jo. Ich schau mal. Erwähnt ist es. Muss schon trinken. Nehmen wir natürlich gerne mit. Was gibt's hier so Schönes? Gähnende Leere. Mich hier lang irgendwie auch so links da lauer. Ja, schon. Thank you.
Ja, das kann ich nicht. Für Gomez. Für Gomez. Zeig. Zeig mal deine Waffe. Ach, du. Ja. Na gut, oh. Wahnsinn. Riffs. 56. Okay. Ich bin eigentlich. 56. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Was soll sein? Hey Junge, wenn du hier vorbei willst, musst du 10 Erz zahlen. Oder du bekommst aufs Maul, kapiert? Hier. Schade. Aber was für dich, muss nicht gleich jeder erzählen. Lass uns lieber über was anderes reden. Wahrscheinlich hast du recht.
Steck die scheiß Waffe weg! Was zum Teufel machst du hier? Kümmerliche Vorstellung. Ah, ein Kampf! Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Hey du! Verpiss dich! Verpiss. Das wird dir noch leid tun. Was zum Teufel machst du hier? Ah, ein kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Wir müssen den Spiel noch platt machen. Das passiert mir nicht nochmal. Aber bald wird ich, dass ich gleich wieder bin. Ah, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht, aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf, aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Bis später. Bis später. Manche lernen eben gar nichts dazu. In seiner Haut will ich das sehen.
Warte mal. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Wenn du meinst? Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Warte mal. Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Warte mal. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Das passiert mir nicht nochmal. Früher. Solange ich damit nichts zu tun habe. Nicht besonders schlau. Das ist wirklich nicht mein Problem. Aber doch klar, dass das Ärger ist. Erstmal abwarten. Komm, es wird ja auch nicht so heiß gegessen. Aber war heiß für dich. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Na, kommt wohl sein. Hey, du. Naja gut, also es kann schon sein. Das ist wirklich nicht mein Problem. Halt! Das niemand darf ohne Parole passieren! Ich darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Eine Geschichte muss wohl doch was sein. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist wieder dieselbe Leier. Geht auch noch. Die Parole lautet Tetriandoch. Ah, das stimmt. Du kannst passieren. In seiner Haut. Wahrscheinlich hast du recht. Ich damit nichts zu tun habe. Ich lese mal ein Buch fix hier. Hier steht nichts drin. Hey du. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte.
Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle fünf der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der fünf Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die vier restlichen Fokussteine. Ja, so war das aber auch. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser vier magischen Steine in unserem Besitz. Ich bin bereit, diese vier Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt. Aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Okay. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Ich muss den Haufen mal angucken hier. Alle.
das wird Ärger geben. Lieber überwerfen oder dieselbe Leier. Verlass dich auf jemanden und nicht verlassen. Gut, schauen wir uns mal die Karte an. Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Interessant. Ich hab mich da lieber raus. Oder? Ja. Tränke brauchen wir da. Hey du. Satoras schickt mich. Komm näher, ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Ich grüße dich. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Zeig mir deine Ware. Gelesen ist hier nicht. Jetzt nichts Interessantes dabei. Halb stand aber schon alles cool. Ja, ich erinnere mich noch.
Das ist nur wirklich nicht mein Herz. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Du meinst? Also es ist nur wirklich nicht mein Problem. Man muss eben ich halt mich da lieber raus. Erzählt. Ich hab da meine Erfahrung. Früher, wenn es ganz das passiert mir. Das passiert mir nicht nochmal. Man muss eben aufpassen, was man mir erzählt. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Immer wieder dieselbe Leier. Hey du. Aber eins für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Ich suche ein. Ich kann dir keine verkaufen. Jetzt handelst du noch mit. Ich kaufe Fälle. Was ist das? Okay, war schon. Wolltest du? Wenn du meinst. Wenn du meinst. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Das passiert mir nicht nochmal. Komm, man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Aber kaum, dass gequatscht wird viel. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Fett. Lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und. Ich halte mich da lieber raus. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Manche lernen eben gar nicht. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Es ist eben so. Erstmal abwarten. So, gut. Das ist die olle Mine. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wenn du meinst. Bis gleich.